Wir sollten einen Smelter auf jeden Fall, ein Schmelzgerät bauen. Und wir sollten das irgendwie auch automatisieren, dass die das, dass die vielleicht vom Portable Miner das Zeug kriegen. Naja, aber wir haben momentan nicht viel, was wir bauen können, oder? Ja, noch nicht, aber wir müssen halt das Hub-Upgrade weitermachen, dann kommen wir, glaube ich, dahin. Ja, was brauchen wir denn für das nächste Hub-Upgrade? Ich mache mir hier einfach dann Select Milestone. Mach mal. Wir brauchen Kupferkabel, noch mehr Eisenstangen und noch mehr Eisenplatten. Und die konnte ich jetzt nochmal hier scannen? V. Gedrückt halten. Und dann loslassen, wenn du dir die entsprechende Richtung zeigst. So, weit weg. Ja, deswegen dachte ich, ich habe jetzt schon mal einen Miner gebaut und dann geht's los. Ich komm mal mit. Los. Oh. Oh nee, die Pflanze macht. Die Pflanze ist aggressiv. Du hast doch was zum. Wieder trotzdem Aua. Ich hab meine Waffe vergessen mitzunehmen. Die kannst du nicht vergessen. Wobei, die kannst du nicht ablegen, oder? Doch, komm mal. Offensichtlicherweise ist die jetzt. Hier kann man wieder Alienfleisch nehmen von der. Okay. So, ich habe das Kupferdraht, habe ich jetzt schon mal. Ich brauche noch 20 Platten und 20 Eisenstangen. Ich hätte jetzt 150 Kupfer, ich würde mich gerne mal hier hinstellen. Kannst du mir das nicht einfach geben, Ben? Was? Ja, wenn du zu viel Kupfer noch hast, dann mache ich einfach hier das Kupferzeug weiter. Wir brauchen Eisen aktuell. Die Kupfersachen haben wir jetzt schon, wir brauchen noch 20 Eisenstangen. Baut jetzt jemand die Crafting Bench, sonst mache ich es. Felix soll es machen. Die Crafting Bench cool. Und dann auf Production. Dann hast du Workstations, Crafting Bench. Einmal draufklicken, dann kannst du die platzieren. Wo soll die am besten hin? Eure in die Meinung Nähe. Einfach. Na dann. Okay, dann kann ich hier nämlich noch Sachen einschmelzen. Nein, so, ich mache jetzt noch das nächste. Meilen zurück. Wollt ihr kommen zum nächsten Upgrade? Eine Veränderung anschauen? Bau. Also, ja, Lumi ist ja noch nicht da, glaube ich. Schon, wir wollten nur den Dings nochmal lernen. Nein, Lumi sieht's aus der Entfernung. Upgrade! Ui, das war ja toll. Wir haben New Buildings, New Parts und New Scanner Resource. Und hier gibt's jetzt Betten! Wir haben Betten! Congratulations. Yay! Und Scanner Feature Chat. Limestone. New Buildings and Recipes, which can be found in the Build Menu and Craft Bench respectively. Wir haben ein Klo! Erstmal einen abschwanzen. Eighth objective. Ein Abseilen. Wir brauchen für einen Konstruktor eine Reinforced Forced Iron Plate. Dazu brauchen wir Nägel und Eisenplatten. Und Kabel macht man aus zwei Kupferkabeln. Siehst du, war doch gut, dass ich das Ding aufgebaut habe. Was? Bist du ein Vogel? Was? Ich bin ein Vogel? Wieso bin ich ein Vogel? Ich rede gerade mit einem Tiger. Achso, du redest mit kann mir. Kann ich dich essen? Wow! Wie sieht die aus? Kann ich dich essen? Na, du bist ja wieder. Hallo. Du bist süß. Sieht ein bisschen aus wie ein Drachenklein. Kannst mal mit uns wandern. Weil ich arbeiten bin. Ja, wir waren am Sonntag wandern. Arbeitest. Lumi findet die Sächsische Schweiz gut zum Wandern. Die geht es immer wandern, wenn sie hier ist. Lumi war sowas von am Arsch. Um fair zu sein, waren es halt, halt 14 Kilometer. Das ist schon einiges. Ich wollte jetzt erstmal einen Konstruktor bauen. Sein? Da ist doch 82 Kupfer. Ich stelle jetzt hier einen Konstruktor hin. Aber dann müsste ich das ja hier in der Werkbank haben, oder? Will das mal wieder haben? Nee, nicht in der Werkbank, in der Kiste. Doch, doch, doch. Ich hab das hier. Copper Ingot. Wie kann ich den drehen? Das ist vernetzt miteinander. Den baut's direkt. Die Kiste ist mit der ersten. Die Kiste ist mit der ersten Workstation, mit dem Crafting. Also ich muss mir wahrscheinlich drehen nehmen, oder nicht? Okay. Hä? Ist das hier vernetzt? Deswegen das, was ich vor uns gesagt habe, diese fünf Dinger da, diese fünf Barrel Nuts. Rotate Scrawl. Wir brauchen so, nichts aus der Kiste nehmen, weil die ja vernetzt ist. Ich habe einen Konstruktor. Achso, brauche ich Kabel dafür. Ich brauche ein Kabel, um das, das hier zu bauen, die Powerline. Wie viele Kabel brauchst denn du? Ben. Ich brauche jetzt eins. Habe ich schon. Ja, dann geh in die Kiste und nimm dir eins raus. Wieso baut ihr so viele Kabel? Ich baue nicht so viel, ich will das nächste Hüllen, das nächste Hub-Upgrade haben und darauf baue ich gerade hin. Darauf baue ich nicht hin, ich habe gerade den Konstruktor angeschlossen mit Energie und jetzt muss ich mal gucken, E-Konstruktor, ja, da können wir, nämlich, so ein Kabel ab. Können wir nämlich zum Beispiel automatisch Sachen herstellen, Standard-Parts. So, wir können das nächste Upgrade machen. Ja, und jetzt muss man Upgrade. Aufgeben.
Wupp, wupp, wupp. Ist ein bisschen nach unten gesackt. Und hat ein bisschen hübschere Leiter jetzt außenrum. Player upgraded, wir haben mehr Inventar. Congratulations. Stimmt, drei Stück. Building. Ich glaube, beim nächsten Upgrade können wir dann ein Minen-Ding bauen. Genau, ein Miner MK1 haben wir dann. Eine automatische Craftbank wird auch Zeit. Ich habe den Craft, automatischen Crafter schon gespielt. Ben, wie viele Kabel hast du denn schon? Echt? Warum hast du jetzt so viele Kabel gemacht? Ich war noch nicht fertig. Genau so viel. Oh Mann. Ich wusste nicht, dass du die Kabel machst. New Buildings. Congratulations, you have unlocked Building Miner Mark 1. Building. Noch ein zusätzlicher Biomass. Feature, additional biomass burner. 10th objective. Note, there are no notes. Note, there are no notes. So, was ist jetzt dazu gekommen? Constructor. Den Constructor habe ich schon gebaut. Der ist nicht neu. Was dazu gekommen ist, ist jetzt ein Storage Container und ein Miner MK1. Steht der extra irgendwo da? Da steht ein Neutron. Wenn du das aufmachst im Q-Menü. Unter Production hast du jetzt einen Miner MK1, wir haben Conveyor Belts und einen Storage Container. Ja, du hast der Storage Container, das meine ich. Unter Organisation, wenn du Q drückst. Ah, ich kann Dinge zu sortieren. Ja, um sie zu lagern vor allen Dingen. Ja, Dinge, um Dinge zu sortieren. Also zu lagern. Ich würde einen Miner bauen, weil ich habe gerade den Portable Miner aufgebaut, aufgenommen, den braucht man dafür. Du kannst quasi Steigerung einbauen. Hier gibt's noch eine Power Pole. Ach ne, Power Pole ist quasi eine Art, ihr wisst, was ich meine. Power Pole ist halt eine Stütze für die, Energieleitung, genau, für die Stromleitung. Palmen. Lumi, hier gibt's blaue Palmen. Wie? Das wäre doch was für dich, oder? Oh. Alle Palmen sind was für mich. Wieso sind Palmen speziell was für dich? Mag Palmen. Redest du gerne von der Palme? Das auch, aber ich mag auch Palmen. Ja, wir brauchen eigentlich mehr. Also wir haben einen. Upgrade dann. Hm? Sollen wir nochmal upgraden? Wir müssen mal gucken, was wir als nächstes kriegen. Dann kriegen wir dann einen Biomass-Burner. Ja, genau. Dann können wir das bauen. Okay. Hä, aber du kannst doch die Leitung verzweigen, oder nicht? Nein, kannst du nicht. Hä? Also, oder du musst einen Pole bauen davor. Ich hab's einfach nur direkt gebaut, das ging nicht. Da kannst du es nicht verzweigen. Ja, dann musst du einen Pole bauen. Über den Pole kannst du verzweigen. Da brauch ich Zement dafür. Probier ich das mal aus, was passiert, wenn ich einen Pole baue. Da? Also erstmal irgendwo hin, wir sind ja im Tutorial. Naja, du kannst es dann verzweigen, weil du hast... Du kannst dann eine limitierte Anzahl an Verzweigungen von dem Ding haben. Oder Verbindungen. Ja. Wie ziehst du jetzt eigentlich Kabel? Mit dem Kabeltool, was ich hab. Das ist satisfactory. Dem Kabeltool, was ich hab unten auf meiner 2 ist das Kabelzieh-Ding. Ah, okay. Powerline. Genau, und dann habe ich Kabel gezogen. Du hast 4 pro Pole, die du verbinden kannst, 4 Verbindungen. Da habe ich jetzt gerade schon ein bisschen dran gemacht. Aber ich würde jetzt versuchen, meine Mine da hinten dann aufzubauen und dann versuchen zu verkabeln. Haben wir irgendwo noch Limestone? Bin ich bescheuert? Ja. Yep. Vielen Dank. Ohne, was wäre ich nur ohne euch? Nicht bescheuert. Ah, da. Ein armer kleiner Felix. Bescheuert. Nein, nicht bescheuert wärst du dann. Auf dem Miner kann ich nicht rotieren, zum Beispiel. Auf dem Miner kann man rotieren. Oh. Hab ich gerade gemacht. Moment, vielleicht will ich den nochmal abbauen, bevor ich hier Sachen baue. Okay. Production. Miner MK1. Stimmt. No power. Okay, was mache ich jetzt? Jetzt baue ich Kabel und die verbinde ich dann damit? Ja. Mit, du musst, wir haben bis jetzt hier nur an der Basis diese Energieherstellungssachen. Also am besten die Biomass-Birne. Der vierte Abzweig muss möglichst eher für den nächsten Kabel sein, damit wir das wieder verzweigen können. Also immer 3 zu irgendwelchen Gerätschaften oder von und zu und dann 2 halt jeweils abgehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Jo. Hihi, die ersten Sachen laufen. Läuft. Die ersten Sachen laufen.
Jetzt die Frage, ob ich vom Schmelzer direkt in den Konstruktor will. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich will ich da erstmal eine Storage-Container dazwischen bauen. Das heißt, ich brauche wieder Eisenstangen. Echt? Ich war letztens im Ikea. Ich fand eigentlich gar nicht die Stile gar nicht so hässlich, aber gut. Was, die Stile oder die Stühle? Also, mir schreibt eine Führerin gerade, dass sie heute Möbel gucken war für eine neue Wohnung und dass der aktuelle moderne Scheiß ihr nicht gefällt. Modern und Ikea in einem Wort, okay. Nee, das von Frieda Smelz. Gar nicht von ihr. Du machst so. Iron Ingots. Perfekt. Hihi! Es funktioniert! Ja, schön. Wir müssen Eisenbarren nicht mehr selber herstellen, so weiß ich immer schon. Ding. Aber staut sich das irgendwie? Nee, das ist jetzt, wenn es voll ist, wenn hier der Storage Container voll ist. Aber das sollte eine Weile dauern. Mach ich das erstmal? Okay. Kann ich auf Volllast drücken? Ich kann bis 86 Grad machen. Jo. Was macht die Maschine jetzt da drüben, Benny? Was? Welche Maschine? Die macht erstmal nur Eisen, hier, Eisenbarren. Barren, okay, super. Dann kann ich das jetzt rausnehmen und kann das, bearbeiten. Für mich ist schon. Damit, würde ich sagen. Ich hab den eben gerade schön aufgefüllt. So. So, Eisenplatten kommen auch raus. Sehr schön, also wir haben jetzt schon eine Eisenplattenproduktion. Be safe.